Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker, Andy. Wir spielen heute wieder Blues Tower Defense 5. Und wir gönnen uns eine kleine Kiste. 110. Gut, in Jubel breche ich nicht aus, aber 110 sind 110. Wir versuchen heute unplatzbar auf Checkers, der schwerste Schwierigkeitsgrad. Mal schauen, ob wir den meistern. So, mal gucken, was haben wir denn? Wir haben die Nagelfabrik, hätten wir das, hätten wir. Gut, der ist aber auch nicht so schlecht, weil der macht sich ganz gut hier. Mal überlegen. Oder einfach, Leute, ernsthaft, den da. Ich glaube, der ist spitzenmäßig. Aber auf der anderen Seite, das prädestiniert sich eigentlich hier, weil das geht richtig gut hier ab. Und daher würde ich sagen, kommen die jetzt hier oder auf dem Grünen? Das weiß ich jetzt nicht. Aber ist egal, wir geben das mal in die Mitte. Und zwar so. Und dann schauen wir mal, wo die kommen. Okay, die gehen dem Grünen entlang. Aber das passt, weil da erwischen wir sie. So, Wave 2. Wave 3. So, dann werden wir uns das da nehmen dann. Müssen wir ein bisschen nachlegen, hin und wieder. Passiert ist das, was durchflutschelt hier. Das kann vorkommen. So, wie sieht es jetzt hier aus? Ups, nachlegen. Und wir haben die Nagelfactory. Jetzt ist die Frage, wo geben wir sie hin? Hier oder hier? Ich gebe sie hier hin. Da kann sie wirklich viel Nägel umherschießen, sage ich mal. Und dann nehmen wir uns eine Bananenplantage, denn wir brauchen Geld. Denn wir spielen auf unplatzbar schwerster Schwierigkeitsgrad. Das ist kein Kindergarten. Und da müssen wir ein bisschen was mit Kohle auch machen. Also wie gesagt, dieses, ich sag's immer wieder, aber trotzdem, gibt ja Leute, die schauen nicht jede Folge an. Da gibt's so ein Add-on, dass du doppelt Geld kriegst für jeden Blumen, das nehme ich nicht. Das ist einfach zu OP, weil da hast du Geld ohne Ende, so, das bringt's überhaupt nicht. Also wir spielen die Männerversion und zwar ohne dieses Add-on, weil das ist zu OP. So, ich gönne mir mal einen schönen Kaffee und werde hier diese Bloons ein bisschen angreifen lassen. Wenn mehr angreifen, wir sehen ja, sie kriegen ja sowieso auf die Fresse. Mal zur Abwechslung wieder warmen, schönen, heißen Kaffee. Bei mir ist er immer kalt, lustigerweise. So, wunderbar, Leute. Jetzt bin ich gerüstet. Koffein, check. Bloons Angriff, check. Bloons töten, ready? Check. Und da sind sie schon alle weg. So, wo stellen wir denn das hin? Ich würde sagen, machen wir das doch chillig mal hier. Und dann hier in die Mitte das Affendorf. Vorher nehmen wir das dann noch. So. Wir kommen derzeit noch gut aus, würde ich sagen. Vielleicht so einen zweiten Dings da, so eine zweite. Wie nennt man das? Reisnagel, so einen zweiten Reisnagelwerfer vielleicht. Aber sonst kommen wir mal ganz gut klar, denke ich mal. Es läuft. Es kommen mir hier zu viele durch. Das gefällt mir jetzt nicht so sehr. Da bin ich dagegen. Wir haben hier 14. Wave 14. So Leute, ich werde jetzt mal. Was werden wir machen? Wir nehmen. Ich will dieses Affendorf jetzt. Das braucht man. Da müssen wir jetzt aushalten hier. Ich denke, das wird sich schon ausgehen irgendwie. Sieht ja nicht so schlecht aus mit unseren Nägeln da unten. Stress hat sie noch nicht. Sie kriegt zwar einiges ab da unten, die Nagel. Der Nagelwerfer. Also die Nagelfabrik. Aber sie ist noch aufzuhalten. Allerdings wird sie jetzt langsam ein bisschen ungut da unten. Das sehen wir mit Sicherheit. So, gut, die halten wir auch noch aus. Es geht. So, jetzt haben wir das, was ich will. Denn, wo gehen wir das hin? Das gehen wir hier hin.
denn da wären die Upgrades günstiger. Das ist ganz wichtig. So, dann können wir hier mal aufrüsten. Dass dann nicht so viel durchgeht. Jawohl. So, das haut einwandfrei hin. Nochmal das hier und dann warten wir ein bisschen. Das ist nötig, weil dann haut der wirklich fast alle weg. So, jetzt können wir da oben zuschauen. Das muss jetzt richtig gut gehen. Jawohl. Geht zwar nur ein bisschen was durch, aber es hält sich doch sehr in Grenzen, würde ich sagen. Dann können wir hier dann was upgraden wieder. Wave 23. Vielleicht nur ein zweites von denen. Ja, könnte man machen. Wave 24, der einsame Scheißer hier. Wave 25. Jawohl, die Herzen gehen auch schön drauf. So geht es, Leute. So können wir vorwärts kommen. So, jetzt nehmen wir eine zweite Bananenfarm. Wo kann ich die denn hin? Geht die nicht hier hin? Muss ich jetzt hier hin? Da können wir es hin. Nur so weit drauf darf ich sie nicht. So geht es. Das erste Upgrade kriegt sie auch. Dann kriegen wir jetzt ordentlich hier mal Moos. So, wunderbar. Wave 27, Leute. Das läuft doch 1A. So, Wave 28. Jetzt muss man... Oh, das Scheiße, das geht's nicht aus. Fuck! Jetzt habe ich es übersehen. Gut, dann müssen wir die Hände sprengen hier. Ist ja kein Problem, wenn wir die Kohle haben. Dann geht es natürlich supidupi. Wenn man denn auch trifft. So, treffen wir den jetzt? Das denke ich schon. So, das dürfte die Nagelfactory aufhalten. Das ist nicht das Problem. Wunderbar, Wave 29. Wir machen jetzt endgültig was gegen die... gegen die Bleibloons. Das habe ich übersehen vorher, das muss ich ehrlich zugeben. Aber wir haben uns das wieder gerichtet und somit passt das. So, was können wir jetzt machen? Einen Kleber, der ist, sagen wir, neutral gut. Den geben wir hier hin. Der soll immer auf den stärksten gehen. Linkes Upgrade werden wir nehmen. So haut das richtig gut hin hier. Ihr werdet doch nicht bockig werden, ihr Bloons. So, wir brauchen hier das Massen-Upgrade, also die Massen, den Flächendamage von ihm, dann geht's richtig gut und passabel. Ja, ihr seht, gar kein Problem mehr, die Stalldinger, die lösen sich von selber auf, bis sie hinten ankommen. Aber wir brauchen das hier, das ist im Flächendamage, weil einer ist ein bisschen magere Sache, sage ich mal. Das ist ein bisschen wenig. So, das haben wir jetzt. Jetzt sind wir wieder ein bisschen safer. Da dürfte jetzt fast nichts durchkommen. Das haut super hin. Jetzt können wir uns wieder konzentrieren auf... Ja, zum Beispiel mal hier upgraden, dass wir ein bisschen mehr Moos kriegen. Es läuft, Leute. Es läuft. Zack, haben wir. So, jetzt der da drüben noch. Wie viel kriegen wir dann eigentlich? 14 insgesamt, wenn wir den auch noch haben. Das geht. So, wo sind wir? Welle 36. Wir haben noch ein bisschen was vor uns hier. So, das läuft. Das haben wir auch. Welle 37. Was wir machen sollten, wäre der jetzt. Oh, das kostet sehr viel. Der wäre auch nicht so schlecht. Das Recht, der wäre dann poppt es zweimal da im Gebiet. Das ist natürlich supi. Da kann man gut damit leben. Welle 38. So, dann werden wir den da mal nehmen. Welle 39. So, jetzt geht es nochmal besser. Da kommt fast nichts mehr durch jetzt. So haut es hin.
So Leute, was machen wir jetzt? Wir werden jetzt einmal den hier nehmen. Das muss jetzt sein. Welle 40, die Keramik sind da, aber sie sind vollgekleistert. Das heißt, sie platzen auch ein bisschen auf. Das geht so halbwegs, kommen wir damit klar. Ja, das war aber schon knapp. Wir müssen da was machen. Das hat es uns jetzt gezeigt. So geht es nicht weiter. Das heißt, ein paar Spikes mehr würden nicht schaden. Das machen wir auch gleich. Weil die Keramiks werden jetzt immer öfters kommen. Und wir sollten das hier ein zweites Mal machen und dann haben die eh keine Chance mehr. So, jetzt nochmal mehr Spikes und dann ist mal ein bisschen Ruhe. Dann können wir uns wieder was gönnen sozusagen. Wir nehmen dann den hier. Jetzt ist die Frage. Wir gehen mal gleich hier hin, dann hat der riesige Range. Ich schaue jetzt nochmal, hier würde es auch gehen. Aber hier ist es mal lieber, denn wenn die geslowt sind, dann poppen die hier schön in der Zwischenzeit wieder auf. So, wir nehmen die Upgrades hier. Zack. So, die gehen nur durch hier. Gegen Camouflage sollten wir auch mal was machen. Ja, das ist so eine Sache. Wir bräuchten halt alles. Aber man kann nicht alles haben, Leute. So. Der macht aber seinen guten Job hier. Hilft ein bisschen mit, sodass die hier schön poppen. So, wir nehmen jetzt den hier. Das ist jetzt wichtiger im Moment. Bisschen Moos sozusagen. Das läuft. Welle 45. Nächste Runde ist der Boss dran. Da brauchen wir die Dicken hier. Ansonsten können wir den nicht aufhalten. So, das haben wir. Der Boss ist mal safe sozusagen. Beziehungsweise er ist nicht safe. Wir sind safe vor ihm. Zumindest eine Runde. Also ich würde vorschlagen, wir müssen wieder was machen gegen die Massen. Wann kommen die? So gegen Runde 49 wird es dann kritisch. Das heißt, der muss einmal geupgradet werden. Vielleicht nur ein zweites Mal, das hat aber Zeit. Mit Sicherheit einmal das da. So, jetzt ist mal der Boss da. Das lasse ich jetzt nur, das Upgrade, weil das bringt eigentlich nur, dass die länger halten. Die Bananen, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wir nehmen dieses Upgrade, dieses und danach dann das da. So, das ist jetzt kein Problem vorerst einmal. Jetzt hauen die noch öfters zu hier, jetzt passt es und sie gehen auch auf die Camouflage. Das kommt genau richtig übrigens. Wave 48, der braucht jetzt dringend ein Upgrade. Zack, haben wir. So, und jetzt warten wir ein bisschen, was wir machen. Wave 49. Keramiks werden aber schön eingekleistert und gehen da drüben auch drauf, also das haut so weit hin. Ja, können wir damit leben. Herzen, Regenbogenherzen, ich würde sagen sogar, wir machen den hier. Und dann kriegen wir richtig fett Asche. Oder wir werden das hier machen, das ist natürlich auch eine Idee. So, und jetzt müssen wir wirklich mal was gegen Bosse machen, weil das gefällt mir nicht, dass die immer so durchwandern hier. Das ist nämlich schon ein Risiko, Leute. Was haben wir gegen Bosse? Gegen Bosse haben wir... lasst mich mal gucken. Natürlich den Blumchipper, der ist so universal gut. Den würde ich sogar hier hinten hin. Und zwar immer auf den stärksten. Zack, zack, so. Das haut so weit hin. Da müssen wir jetzt natürlich noch die Upgrades dafür kriegen, sonst haut das nicht hin. So, sehr viele Herzen, aber das geht. Das Upgrade geht sich noch nicht aus, aber bald. So, gegen Bosse haben wir gleich was. Das haut hin. Zack, Bosse sind vorerst mal kein Problem. So, jetzt müssen wir den Gluganer nur ein bisschen upgraden. Dass der noch mehr reinhaut, dass der zweimal poppt. Das ist das da. Das nette Upgrade hier links. So, das haut so weit hin. Zack, haben wir. Wave 54. Jetzt poppt er zweimal. Das haut richtig gut hin. Schauen wir kurz die Range an. Hier könnte ich nur einen hin. Da geht es nicht aus, aber hier unten könnten wir noch einen hin. Weil die kosten nämlich nicht so viel hier. So, das war der erste Stoß, aber das ist nur der kleinere Stoß sozusagen. Mit denen kommt man nur aus. Wave 56. Noch kommen wir klar, aber so wird es nicht ewig weitergehen, das wissen wir.
Ich spiele mich jetzt nicht ein bisschen blöde, sondern ich möchte einfach das hier upgraden, damit wir mehr Kohle kriegen. Ja, ich bin ein bisschen Kohle, geil, aber wir spielen auf uns platzbar, da brauchst du einen Haufen Geld, Leute. Ich kann jetzt nicht irgendwelche Tower hier in die Gegend schupfen. So, jetzt muss ich mal nachdenken. Warte mal, die gehen dem Grünen entlang, glaube ich, oder? Ja. Das heißt, ich müsste hier einen wunderschönen hin, der hilft dann mit Sicherheit auch. So, dann haben wir einen dritten von denen. Da sollte jetzt echt nichts mehr passieren langsam. Sofern wir die Bosse aufhalten, müsste das so funktionieren. So, jetzt haben wir drei von denen. Das muss jetzt echt mal reichen. So, Thema Bosse, bräuchte ich einen zweiten Blue Chipper langsam. Wave 59, auch eine sehr giftige. Ihr seht, was da alles kommt. Wird aber schön eingekleistert, das heißt, das funktioniert, unsere Taktik. Soweit haut das hin. Wir nehmen das Auge, der soll nicht, wir werden das nie wieder auf dem Stärksten lassen, sondern der soll immer auf dem Ersten gehen. Weil es bringt ja, wie gesagt, gar nichts eigentlich, das war ein Denkfehler. Wenn er die Keramikherzen immer runterhaut und dann regenerieren sie sich, weil er es nicht fertig macht. Das ist, da sind wir oft draufgegangen wegen diesem Fehler. Aber das wird einem erst bewusst so, ich sag mal, durch Zufall, ne? Das macht ja niemand absichtlich. Ihr seht, sau viele Herzen. Aber da müsst man klarkommen. Das sollte gehen. Jawohl, das haut hin. So, inzwischen können wir den da nehmen. Der soll immer auf dem ersten, wie gesagt, das haut hin. Jawohl, Wave 62. Wir brauchen jetzt noch was gegen Bosse, denn der eine Blumenchip ist ein bisschen wenig. Das werden wir da gleich da vorne machen. Chipper, den geben wir dann hier hin. Schön auf den Stärksten. Zack, 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 zack. Zack, zack. Oh, brauchen wir wieder Kohle. So, jetzt kommt so ein Stoß da an. Der wird auch schön eingekleistert. Das heißt, es haut so halbwegs hin. Und sollte er da durchkommen, haben wir hier nur einen dritten zur Not. Ihr seht, so ein Stoß, der ist richtig giftig, aber er kommt nicht durch. Das haben wir unter Kontrolle. So, jetzt können wir das dann upgraden hier. Noch nicht ganz, aber bald. So, jetzt haben wir gegen die Bosse auch einen zweiten Blumenchipper. Das geht so halbwegs. Wir sammeln wieder etwas Kohle. Wave 65 haben wir. Es sieht gut aus. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.